Am 11.06. waren wir mit der Drachenliga in Ruhpolding. Wir sollten einen Task fliegen, der von Ruhpolding nach Königsleiten geht, nach Zell am See und dann wieder nach Ruhpolding. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie es mir unterwegs gegangen ist. Die erste Herausforderung ist, den ersten Bart zu erwischen, dass man nicht absäuft, sondern hochkommt. Vor mir waren schon Kollegen gestartet, hatten es ein bisschen schwierig. Als ich dann gestartet bin, dann ging es Gott sei Dank relativ gut. Ich konnte direkt rechts vom Start umfliegen und es ging dann auch schön hoch. Und als ich dann oben an der Basis war, das war ungefähr so um 2:30, dann ging es auch schon los auf die Strecke. Vor mir waren auch schon ein paar Kollegen unterwegs, da konnte ich hinterherfliegen, mich ein bisschen an orientieren. Ich bin die Route zwar im Kopf schon ein paar Mal geflogen, aber noch nicht in Natur. Und das war eine neue Erfahrung für mich. Und dann ist das immer interessant, wo fliegt man jetzt her und wo sollte man besser nicht herfliegen, wenn man die Erfahrung noch nicht hat. Das ist schon eine spannende Sache. Dann folgte auch schon die erste Entscheidung, die man treffen musste. Normalerweise würde man jetzt rechts, also Richtung Westen fliegen, zum Wilden Kaiser, um dann weiter Richtung Südwesten zu fliegen. Jetzt sahen die Wolken aber nicht so doll aus da und da habe ich mir gedacht, ich fliege etwas Richtung Süden und fliege dann direkt nach Westen rüber. Ja, das hat aber nicht so gut funktioniert. Also die Wolken, die sahen erst vielversprechend aus, da ging es aber nicht so richtig hoch. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, meine Entscheidung war gar nicht so dumm, weil zwei Kollegen, die nämlich über den Wilden Kaiser weiterfliegen wollten, die sind auch tatsächlich da abgehockt. Mussten da landen gehen. Dummerweise ist dann mein Plan nicht so richtig aufgegangen, weil die Höhen, die ich erreichen konnte und die Wolkenbilder, die sahen nicht so aus, dass ich dann auch wirklich Richtung Westen weiterfliegen konnte. Also habe ich mir gedacht, versuchst du einfach irgendwie Richtung Süden zu kommen. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Also ging es doch immer mehr Richtung Südost. Und ja, ich musste ja eigentlich Richtung Westen, das Pinzgau, rauffliegen, nach Königsleiten, also Gerloss. Und naja, so bin ich dann halt immer den Wolken gefolgt und da, wo es für mich am besten aussah, weiter fliegen zu können. Und ja, dann ging es dann doch immer weiter Richtung Südosten. Das war eigentlich nicht so geplant. So, jetzt komme ich hier nach Hochfilzen, Leogang. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin da das erste Mal hergeflogen. Ich wusste jetzt gar nicht genau, wo ich aktuell bin. Ich habe da zwar mein GPS dabei mit einer kleinen Karte, aber ja, eigentlich konzentriere ich mich dann darauf, wo ich herfliegen kann. Ich habe auch die Entfernung zu meinem ersten Wendepunkt im Auge behalten. Der zeigte mir, der Pfeil, der sagte mir immer, ja, du musst in die Richtung, das ist eine andere, in die du fliegst und das sind noch 50 Kilometer bis dahin. Ja, und hier kann man jetzt am Horizont sehen, dahinter dem Berg, Zell am See, da ist ein See und ich wusste jetzt, oder ich habe es mir schon gedacht, oh Mann, da ist ein großer See, das wird doch jetzt wohl nicht Zell sein. Und ja, doch dann kam die Gewissheit, das ist Zell am See, eigentlich der zweite Wendepunkt. Ich war jetzt also kurz vorm Pinzgau und mir war jetzt klar, ich muss von hier aus das ganze Pinzgau rauffliegen bis zum Gerlospass. Ja, das wird etwas knapp mit der Zeit. Es war jetzt nämlich schon fast 3:30 und ja, ich wusste ja, ich muss noch 50 Kilometer rauffliegen, da braucht man bestimmt 2 Stunden für. Dann wieder 50 Kilometer zurückfliegen bis nach Zell am See, also 4 Stunden.
Ja, dann wäre es ja schon sehr, sehr spät geworden. Also dann von da aus wieder zurück nach Ruhpolding zu fliegen, das konnte ich mir wohl schon abschminken. Aber naja, es ist halt Liga, da sind auch die Rückholerei, das ist dann möglich. Und von daher habe ich gedacht, ich probiere es einfach, mal gucken, wie das so funktioniert. Jetzt im Pinzgau bin ich dann zum ersten Mal auch diesen sogenannten Pinzgauer Spaziergang geflogen, was ja eine recht gute Streckenflugstrecke ist. Ganz so einfach war es jetzt auch nicht. Also ich musste schon immer wieder mal aufdrehen. Es ging nicht, dass man im Delfinflug unter den Wolken einfach herfliegt. Ja, aber letzten Endes bin ich dann auch ganz gut das Tal raufgekommen. Die nächste Station war dann bei Mittersill, Pasthurn. Da muss man zusehen, dass man relativ gut Höhe hat, damit man da drüber kommt und nicht runtergespült wird. Die Höhe, die hat mir da nicht so richtig gereicht an der Stelle. Also bin ich dann auf die Südseite rüber geflogen. Da sahen die Wolken sehr gut aus. Das kann man hier auch schön sehen. Also ist auch die Aussicht, die war da total klasse. Die Gletscher und die schneebedeckten Berge da zu sehen, das war echt schön. Ja, und dann ging es eben weiter Richtung Königsleiten. Zum Wendepunkt Königsleiten, also Richtung Gerlospass. Den Wendepunkt habe ich jetzt in der Tasche, das hat gut geklappt. Thermik war jetzt hier nicht gut, bin ich direkt auch weitergeflogen wieder zurück. Es war jetzt 5 Uhr, also bin ich ganz gut vorwärts gekommen, wirklich. Und ja, ich war dann doch guter Dinge, dass es irgendwie noch klappt. Und ja, jetzt muss ich natürlich schauen, wie es jetzt um diese späte Zeit wieder retour geht Richtung Zell. Die ersten Thermiken dann da oben an dem Tal, die ließen sich auch nicht so schön ausdrehen. Das ging mir doch ein bisschen zäh. Dann habe ich mich doch auch erstmal wieder darauf eingestellt, dass es jetzt in den nächsten ja, Minuten ein bisschen schwierig werden würde. Ja, jetzt bin ich hier gleich ein bisschen am Kämpfen und bin ich aber gleich auch schon wieder oben an der Basis. Und dann geht es wieder weiter zur nächsten Krete. Diese Aussichten beim Drachenfliegen, das ist unheimlich toll. Also das ist richtig, richtig klasse, wie man die Natur da erleben kann und was auch mega cool ist, dass zwischendurch immer wieder mal Adler da sind, mit denen man gemeinsam in der Thermik auftritt. Und das ist so schön, mit diesen Tieren dann gemeinsam in dem Element der Luft zu fliegen und die Natur zu genießen, das ist unbeschreiblich. Die Abendsonne, die stand da richtig schön jetzt auf diesen Flanken von den Bergausläufern und erzeugten da schöne Thermikaufwände, großflächige, sanfte Aufwinde, an denen man teilweise auch hochsoaren konnte und dann oben über dem Gipfel wieder in die Thermik einzusteigen, Thermik aufzudrehen und dann wieder weiter zu hüpfen zum nächsten Ridge. Das war richtig cool, das hat schön und gut funktioniert.
ist jetzt 18.20 Uhr. Der Zeller See, der ist schon in Sichtweite. Und ich konnte auch wieder schön aufdrehen. Die Talquerung war überhaupt gar kein Problem. Und an der Schmittenhöhe, da stand auch noch eine schöne Wolke. Da habe ich mir dann schon erhofft, dass es auch noch mal weiter hochgeht und dann auch noch mal weiter Richtung Ruhpolding. Und ja, mal schauen, vielleicht klappt es ja doch. Aber das war leider dann doch nicht so. Es hat nicht so richtig mehr funktioniert. Und dann musste ich etwas nördlich von Zell am See dann auch landen, obwohl musste. Das war dann auch in Ordnung, denn es war jetzt ja auch schon ja, 6:30. Das war ein super schöner Flug. Ich bin 160 Kilometer geflogen, habe von der Aufgabe 2/3 erledigt. Es wären noch weitere 50 Kilometer nötig gewesen. Und naja, war eine interessante Routenwahl dieses Mal. Hab wieder was dabei gelernt.